Aber wenn man das, wenn man sagt, nee, ich weiß das nicht, das ist nicht so schlimm. Ja, alles gut. Ja, Genau, jetzt dann geht's weiter. die. Ja, fangen wir jetzt mit die FIPO-Prüfung, mit dieses Thema. Welche Bücher, welche Referenzen muss man das lesen? Eigentlich, FIPO macht man das im 4. Jahr oder im 5. Jahr. Das Ich bedeutet, das hat denke, man. macht man nicht, oder? Was? Also ich denke, im 4. Jahr macht man nicht, denke ich. Also ich denke, das maximal ist ein Jahr vor der Prüfung. Ah ja, okay. Ich Ja. denke, also ist maximal ein Jahr vor der Prüfung. Genau. Das bedeutet, kann man das nicht am Anfang die 4. Jahr die Prüfung machen? Darf man nicht? Oder kann man trotzdem machen? Also ich denke, da darf man schon ab Anfang der 15. Jahre sagen. Ah, okay. Ja, weil bekommt Vorher. man quasi, also braucht man ein Zeugnis von dem Chef, dass, wie gesagt, dass er schon in der letzte, also in der Ja. letzten Fortbildungsjahr ist. Oder Ah, Facharzt. okay. Also entweder Facharztzeugnis oder Zeugnis von Chef, dass er quasi in der letzten Fortbildungsjahr ist. Ja, Genau. ich habe eigentlich noch die Facharztprüfung gemacht. So, Ja, ich bin ja. nicht ganz sicher, wann darf man das durchführen. Ja. Es gibt verschiedene Bücher für diese Prüfung. Diese Prüfung ist zweiteilt, die Theorie und die mündliche Prüfung. Ich finde, die mündliche Prüfung ist einfacher als die Theorie. Die mündliche Prüfung 60% und die Theorie 40%. Die Theoriefragen waren 50 Fragen oder 52 Fragen ungefähr. Bei mir war anders als wie bei dir, weil bei mir war online. So die Ja. mündliche Prüfung war komplett anders. Ich weiß nicht, Ja. ich denke, dieses Jahr wird auch Präsenz gemacht, oder? Nicht online. Also ich denke, dieses Jahr, also das mal wieder genau vor Ort geprüft Okay. werden. Ja. Ja, Genau. wahrscheinlich einfacher. Ja. Die Theoriefragen ist es 52 Fragen, aber es ist die Theorie ist nicht einfach klinische Fragen. Es kommt viel öfter Basics-Fragen. Das ist das Problem mit dieser Prüfung. Die Anatomie, Physiologie, Genetik, was kommt noch? Auch Optik, Pharmakologie. So, die Theorie-Teil war bei mir sehr schwierig, aber weil die mündlich die mehr Punkte hat, so kann man einfach schaffen. Egal, ob man die Theorie-Teil beherrscht oder nicht beherrscht. Wenn man das jetzt nur die mündliche richtig schaffen kann, dann kann man die Prüfung eigentlich schaffen. Ja. Ich habe gerade nur eine Bemerkung quasi gelesen von Kollegen, also von Maria und Nadia, dass die FEBO ist doch online im Mai. Das im Mai, also ist in ein paar Ah, Monaten, okay. ist Ah, online ja. halt. Genau. Ja. Ja, ist okay, gut. Es gibt keine Möglichkeit, wahrscheinlich Präsenz zu machen dieses Jahr wegen Corona dann. Ja, ich Ja. habe anders gedacht, aber gut. Ja. Ja, okay. Ich denke, du hast auch Erfahrung mit diesen Theoriefragen, weil jede Frage MCQs und jede hat fünf, jede Frage hat fünf Farben oder vier? Fünf, genau. Also jede Frage Fünf. hat fünf, genau. Sagen, hier sind fünf Aussagen, genau. Und das Komische, Ja. das habe ich noch nie gehabt, also in mein Leben ist, dass jede Aussage ist unabhängig von der anderen Aussagen. Weißt Ah, du, okay. was ich meine? Ja. Genau. Das ist irgendwie, das ist so 52 Fragen, aber jede Frage hat fünf Teile im Prinzip. Und auf jede Teil muss man antworten, also richtig oder falsch oder ich weiß nicht. Aber wenn man Genau. das ist falsch antwortet, dann bekommt man Minus, oder? Dann kommt man minus, So wäre genau. besser, wenn man das ist, sagt, ich weiß Wenn man nicht. sagt, ich weiß nicht. Also es ist lieber, wenn man dann sagt, wenn man nicht weiß, dann lieber sagen, ich weiß nicht. Halt. Genau. Aber ich meine, Aber nicht das mit so kann man nicht vielen, sagen, ja. das sind 52 Fragen, sondern sind 260 Aussagen. Also wenn man überlegt, also Ah wie ja. viel Zeit man braucht. Weil wie gesagt, Okay. pro Aussage braucht man so getrennt, keine Ahnung, vielleicht 15 Sekunden oder 20 Sekunden oder so halt. Ah ja, Genau. okay. Ja. Es gibt ein Buch, heißt Review of Ophthalmologie. Ich habe das selbst nicht gelesen, nur im Bereich Strabismus und Neurologie. Ich finde dieses Buch sehr gut, weil es gibt viele Fragen, die von dieses Buch kommt. Die Theoriefrage meine ich, nicht die mündliche Frage. Oxford, ja, ist gut, aber nicht so viele Fragen kommt von dieser Oxford oder von Kansky.
Massey-Schuh auch sehr gut. Es gibt zwei Massey-Schuhe, die es jetzt dieses Unterschied zwischen die beiden Massey-Schuhe erinnern und sagen, das ist die erste Massey-Schuhe, das ist, so sieht aus, ist einfach eine Zusammenfassung für die Krankheit. Und das ist nicht so lange jede Krankheit halbe oder eine Seite ist. Und das kann man, das ist richtig schnell lesen. Und jede Krankheit, das ist, schreibt man, das ist die wichtigste Tipps oder die wichtigsten Punkte, die du normalerweise in die Prüfung kommt, entweder ECTS-Prüfung oder FIBO-Prüfung. Wo ich zum Beispiel ist ein LCS und die eine Zusammenfassung für die Therapie, wann benutzt man die Laser, wann darf man BDT benutzen, was muss man, das ist mit dieser Therapie machen, was sieht man mit die FLA, was sieht man mit diesem Fundusfoto. Das finde ich dieses Buch sehr gut. Ich persönlich habe dieses Buch komplett gelesen, für die beide Prüfungen, für die ECO und für die FIBO-Prüfung. Und dann könnte ich das fast alle Fragen beantworten. Ich weiß nicht, hast du Erfahrung mit diesem Buch oder? Ich habe den also Massachusetts als Textbuch, so als dieser Buch nicht gelesen. Ich habe nur Die andere Buch, den dieses anderen Buch. Fragen. Genau, den anderen Ja, Fragen. dieses Buch. Ja. Genau. Das ist auch gut, aber das ist, ich finde, es ist schwierig zu lesen, wenn man das ist, vorher die alle Krankheiten nicht einmal gelesen hat vor die Prüfung. Aber das ist auch Also gut. Voraussetzung, dass man schon vorher ein Textbuch, das Buch gelesen hat, also wie gesagt, so Kansky oder American Academy oder Ja. also was Größeres auf jeden Fall. Also am Anfang, und das ist jetzt noch die Fragenbuch und das MCQs-Buch, vor allem als Zusammenfassung und dann wegen die Basics auch, weil man in die, dann liest man auch, es gibt schon viele Fragen über die Basics, also Ja. was ich denn wieder in vielen Prüfungen bekommen habe. Okay. Das fand ich relativ gut. Also ich denke, so ungefähr so Kann man. 70% von Fragen, also waren doch ein Massenschutz, ja. Ja, okay. Kann man eigentlich beide Bücher lesen, diese und die andere auch. Weil das ist das Buch, ist einfach eine Zusammenfassung von der Krankheit und jede Krankheit eine Seite ist. Und die andere ist einfach eine Frage und die Begründung von dieser oder die Antwort von dieser Frage. Das finde ich, beide Bücher sind gut auch. Genau. Also Nadia sagt wieder, was ich gesagt habe, das MCQ-Buch ist schon besonders gut für die, wenn ich jetzt FIBO. schon weiß, für die Optik, ja genau, vor allem für Optics und Fundamentals, also von die Basics halt, weil das die Basics dann sind Ja. schwierig. Kein Sinn, dass man quasi ein großes Buch quasi über Basics, zum Beispiel wie die von der American Academy, das komplett zu lesen. Also das ist schon Okay. viel einfacher, dass man einfach die MCQ-Buch dann liest als kleine Zusammenfassung und dann passt. Ja, für die Basics habe ich gefunden, das Review ist sehr gut, weil zum Beispiel, das ist für jede Krankheit, steht am Anfang, ob diese Genetik für diese Krankheit, wie Stargardt zum Beispiel, ob es AE oder AD und was ist, welcher Prozent für jede Genetik ist. Und dann ist alle auf einer Seite. Mich auch, fast alle haben das auch, dieses Buch sehr gut gefunden. Das einfach, ja. Also vielleicht bevor wir weitermachen, also es gibt schon irgendwie so viele Fragen auf einmal. Also ist FIBO zweimal im Jahr, ja, schon zweimal im Jahr. Ich denke, Ja. das war einmal im Jahr gewesen, aber es ist neu, weil das die zweite Mal ist in Berlin, oder? Ich denke deshalb. Ich bin nicht ganz sicher eigentlich. Also ich denke, damals, als ich das gemacht habe, war schon nur einmal in Paris im Jahr, also mit dem Escar zusammen oder kurz vor dem Ja. Escar gewesen. Ja. Und dann gibt es oder gab es die War zweite bei Zeremonie. mir, ich denke, bei mir war zweimal und zweimal war ein online. Ah, ja, Eine genau. Also genau, im Juni. jetzt in der Zeit von Corona, aber ich meine, so allgemein gedacht war so einmal in Paris und dann einmal in Berlin halt. Das war diese zweite, was seit die 2 Jahren gibt. Das ist einmal in Paris, einmal in Berlin und das quasi zurzeit ist schon online, wegen Ah, okay, Corona. so ist jetzt momentan ist beide das online. Im Genau, Juni genau. und Oktober oder September, denke So, ich mal. sowas, Ja. genau. Also wegen Corona sind die beide online halt, genau. Wie viel Zeit hat man vor die Theorie, vor den 52 Fragen? Weißt Zwei du das noch? Stunden? Zwei Entweder Stunden. zwei oder zwei, entweder Zwei zwei oder zweieinhalb. Stunden. Ja. Genau, ich denke, Ja. das war schon 2 Stunden halt. Genau, aber es war schon ausreichend. Also fand ich komplett ausreichend. Ja, für die Theorie ja, aber für die mündlich nicht. Ich finde das für die mündlich, weil wir müssen, das ist
online das machen. Und das muss man, das ist nicht mündlich machen, sondern das muss man schreiben auf Englisch. Ach so, na gut, das weiß ich nicht, das habe ich nicht Ja, gemacht. Das ist ein so. bisschen, ja, das ist auch ein bisschen schlimm. Also ich meine, weil vor Ort, die sind an Bodos einfach quasi direkt die Frage halt, und wenn der Zeit Ja, immer kann man fortgeschritten ist, überlegen, ja, da aber kriegst du keine Frage mehr. ja, das Problem hier, das bekommt man direkt ein Bild von einem Kind zum Beispiel, wie ein Schielen hat. Da muss man direkt wissen, was welcher Typ von diesem Schielen der hat. Und dann fünf Ja. Fragen für dieses Bild. Und wenn man dieses Bild nicht weiß, dann die fünf Fragen sind weg. Ja. Ja, nee, das finde ich ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, genau, dass man es schreiben muss noch dazu, und dann ist es eigentlich keine richtige mündliche Ja, weil oder es ist Zen, ich Prüfung. denke, Zen war eine zehnmündliche Frage und innerhalb von einer Stunde und muss man schreiben, richtig schreiben. Genau. Genau, also Ja. vor Ort mal auch eine Stunde übrigens, genau, aber wie gesagt, weil man dann einfach dann kommt die Frage, antwortet, dann bekommt die Frage, antwortet, Zeit ist egal vom Prinzip, also man Ja. antwortet weiter, diese Stunde dann um ist und dann passt, dann sind die Ja, Fragen das alle. ist einfacher, weil mit dieser mündlichen muss man schreiben, das ist einfach, ist keine Ja. MCQ, das muss man nicht auswählen, muss man richtig Genau. schreiben und so. Das Genau, ist genau. Genau, schwierig. also Frage jetzt, Ja. wir haben jetzt zwei Fragen wegen Englisch, also vielleicht kann man so schnell, also sind beide Prüfungen auf Englisch, also bei mir ja, Ja, und bei dir auch. bei mir auch, weil das muss man auf Englisch schreiben, was er sieht und was ist für die Behandlung und so. Es Ja. gibt manche Wörter, die ich auf Englisch eigentlich vergessen habe. So habe ich Ja. auf Deutsch geschrieben. Aber manchmal, das ist, versteht diese Prüfer, was wir meinen. Und es gibt viele Grammatikfehler, ist nicht schlimm, muss man keine Sorge haben. Ja, also ich fand auch die Sprache nicht so schlimm. Also ich meine, also Englisch muss man sprechen, auf jeden Fall. Also muss man äußern können halt. Ja, Aber sprechen, aber auch schreiben. Manchmal, das ist, genau. schreibt Ich meine, man, einfach genau. so spontan auf Deutsch. Genau, aber ich meine, das ist nicht so schlimm, wenn man das nicht beherrscht, also nicht komplett beherrscht, sag mal so, weil das Ja. ist jetzt kein Sprachprüfung vom Prinzip. Und meine Prüfer waren auch keine Native English Speaker. Also sind auch, sie haben Okay. viel, viel, viel schlechter als mir quasi jetzt gesprochen. Das war nicht so So. schlimm. Also genau, also die Ja. Hauptsache, dass ich schon die Frage verstanden habe und dann sie meine Antwort verstanden haben, und dann passt. Und deshalb Ja. muss man jetzt keine große Angst wegen Englisch haben. Also wenn man äußern kann, dann passt. Ja. Ja, ist gut. Es gibt dieses Buch, die Review, aber es gibt eine Zusammenfassung für die Optik, Pharmakologie, Embryologie. So, ich finde dieses Buch auch gut. Von Basics muss man das nicht unbedingt diese Masseschutzfragen alleine lesen, weil das ist die Masseschutzfragen. Ja, es gibt kein Textbook und manchmal das ist, vergisst man, wenn man einfach die Frage liest, vergisst man, das ist, was ist das? So finde ich dieses Buch wahrscheinlich besser. Aber kann man beide erst probieren und wenn man das ist, mit einem klarkommt, dann kann man weiter mit dieses Buch. Muss man erst dieses Buch probieren? Ja, manche, das ist, möchten einfach die Frage lesen und so und die anderen möchten, das ist richtig einen Text zu lesen vor der Prüfung. Aber ein Ja. Textbuch ist ein Muss, das muss man sagen, oder? Ja. Wir haben das auch gesagt, genau. Also Ja. irgendwann früher, also muss nicht direkt vor Muss der man. Prüfung sein, aber auch, Ja. keine Ahnung, vielleicht vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren, dass ein Mann das ein Textbuch gelesen hat. So ein Basic braucht man auf jeden Fall, und dann kommt die Review. Ja. Unbedingt. Ja. Ja, Optics, es gibt nicht so viele Fragen im FIBO, 1, 2, 3 Fragen. Muss man nicht unbedingt diese American Academy Optics lesen, weil es ist so schwierig. Optics Ja. muss man für die ECO, für die erste Teil, für die Prüfung machen, für die ECO-Prüfung, aber für die FIBO nicht unbedingt. Ja. Und eine Frage haben wir wegen Massachusetts, bevor wir weitermachen. Ja. Das ist jetzt eine amerikanische Buch, es ist ja, es ist schon. Und wenn ja, ist das quasi für europäische Leitlinien als FEBO geeignet? Ja, schwierige Frage, aber ich denke, das ist nicht Also für muss man sagen, die. also ich denke, also aus meiner Kenntnis gibt es keine richtige europäische Leitlinien. Ich denke, Nein, gibt es nein, deutsche, französische sind quasi getrennt. Und deshalb nein. finde ich, also, egal was man liest, das wird nicht ausreichend sein. Also wenn man die deutsche Leitlinie dann liest, dann kann eine Frage quasi von die Datenbank von Frankreich Ja. kommen oder
Ahnung, deshalb, ja, also da braucht man irgendwas wegen die Basic-Fragen halt. Massachusetts ist eine gute Zusammenfassung halt. Also ich kenne keine andere, zum Beispiel deutsche MCQs-Pusher. Kennst du MCQs-Pusher oder zum Beispiel britische Auf Deutsch MCQs-Pusher? Kenne ich auch nicht. nicht, nein, es geht nicht. Zum Beispiel die Obstacles, das ist auf Englisch auch. Nicht, Oh. nicht, nicht, Nein. was auf ist, ja. Nein, gibt Ich es denke, nicht. das. Genau, also auf jeden Fall, das muss man nochmal sagen, also die Massachusetts ist schon wichtig, also die meisten Fragen in FEBO, also die Theorieabteilung, sind Basics, also Basic-Fragen. Es sind quasi selten, also Erkrankung halt oder neue Leitlinien. Also braucht man nicht die neuen Leitlinien in der Theorie. Das braucht man dann meistens in Ja, das der. war bei mir überhaupt keine klinische Frage im Bereich Theorie, einfach Basics, alle Fragen. War schon alles basic. Und deshalb, also es gibt keine großen Unterschiede quasi zwischen die amerikanischen Bücher und die europäischen Bücher. Also sind quasi ungefähr das gleiche. Deshalb, also bei Theorie ist schon völlig ausreichend. Ja. Und man Genau. weiß nicht, woher kommt diese Frage, weil es gibt viele komische Fragen. Muss man überhaupt nicht keine Sorge haben, wenn man das die Frage nicht beantworten kann, weil es gibt viele komische Fragen, die nicht von die andere, nicht von American Academy, nicht von Kansky, nicht von Massachusetts, einfach so. Ja, genau. Ja. Ja, es gibt auch eine Bank für eine Question, die heißt Ofta-Question. Ich weiß nicht, ob du vorher das gelesen Nee, hast. Das ich habe keine Erfahrung damit. ja, das ist, muss man eigentlich sich teilnehmen online. Das kostet ungefähr 250 € alle 6 Monate. Aber es gibt viele richtige, schöne Fragen und das ist eine Zusammenfassung für jede Krankheit. Ich finde dieses Buch sehr gut, nicht nur für FIBO, wenn man das auch gleichzeitig ECO machen möchte. Zum Beispiel bei mir habe ich letztes Jahr geplant, nicht einfach ECO zu machen, nicht FIBO, sondern ECO Clinical und ECO Advanced. So war bei mir diese Bank für diese Question sehr hilfreich, heißt Ofta-Questions. Und schreibt, das ist die Antwort und bekommt man das ist direkt die Begründung, warum. Zum Beispiel hier diese Frage, which of the following antibiotics is contraindication to inject in the eye or in the subconjunctival space at the end of cataract surgery. Dann die Frage ist Gentamicin. Und hier steht, das ist warum. Warum ist Contraindication für die Injection? Because of their severe retinal toxicity. So, ich finde dieses Buch sehr gut, weil das ist nicht nur für die FIBO, sondern auch für die ICO. Und viele Fragen kommen oft da auch. Es gibt noch andere Question, das heißt Eye Doctor. Das auch. Habe ich das nicht teilgenommen, aber kann man das auch sich teilnehmen? Muss man auch bestimmt bezahlen. Aber das ist auch geeignet für ECO, FIBO, wenn man das auch im Verlauf FRCS machen möchte, dann ist es auch sehr hilfreich, weil viele Fragen kommen, das ist die gleich. Zum Beispiel, und warum ist es dieses iDoc sehr schön ist, weil zum Beispiel hier ist Salzmann, hier ist eine Zusammenfassung für Salzmann, muss man nicht von Textbuch noch einmal lesen, sondern das kann man, das ist der wichtigste Punkt hier für diese Salzmann-Degeneration, das ist hier lesen, wo findet es und welche Krankheit kommt mit dieser Salzmann-Trachoma oder MABDOB-Fingerdystrophie. Das finde ich auch sehr gut. Und was ist die Behandlung für diese Salzmann-Knoten? Hier, das ist einfach eine Zusammenfassung. So finde ich dieses iDoc ist es sehr gut und es ist einfach, jede Krankheit hat wie eine Karte, kann man sagen. Ich habe zum Beispiel für jede Krankheit am Ende eine Karte selbst geschrieben von dieser Ofta-Question oder kann man auch bei iDoc genauso machen. Eine Karte für diese wichtigste Punkt für diese Krankheit, damit man das ist vor der Prüfung das schnell zu lesen, damit man nicht vergessen, was diese Krankheit hat. Zum Beispiel hier Alport-Syndrom kommt auch oft da. Ich habe diese Zusammenfassung für diese iDoc auch geschrieben. So kann man vor die Prüfung, dass es schnell
lesen, was hat diese Krankheit, ob es zum Beispiel die Genetik X-linked dominant oder X-linked rezessiv und welche Prozent für jede und was kommt auch dazu, diese Anterior Lenticonus, er kommt oft auch mit Alport-Syndrom. Ich finde, das ist diese Karte für diese Krankheit. Es ist einfacher zu beherrschen oder das ist ausfindig zu lernen von die Kansky oder von die anderen Textbücher. Man muss nur diese Zusammenfassung als Karte wieder ausdrücken oder in eine kleine Karte das ist schreiben und dann einen Tag vor der Prüfung hat man zum Beispiel das ist 300 Karte und kann man das ist jede Karte schnell lesen. Also als Review wieder. Also Ja, als als Review. schneller Review wieder von genau, Ja. was man hat. Darf ich dir fragen, hast du das quasi auch gelesen oder hast du nur ein bisschen geblättert oder also Ja, nicht alle. Ja, ich hab dieses von meinem Kollegen, das ist einmal Karte, das ist genommen, die ah ja, wichtigste okay. Krankheit Also einige und Sachen, okay. ja, einige. Und dann Ja. habe ich Also das ich kann sagen, sehr es ist gut. ein bisschen schwierig, quasi, dass man so von verschiedenen Buscher. Bücher quasi, genau, und Seiten dann liest, dann ja, also kann man nicht alles durchlesen halt. Also muss man eine Sache auswählen vom Prinzip. Aber vielleicht quasi Bestimmt, nicht nur aber eine. war bei mir, weil die Ezio-Klinika war richtig sehr schwierig. So habe ich das entschieden, vorher von verschiedenen Büchern zu lesen, sonst kann man nicht einfach so die Prüfung schaffen. Aus diesem Grund. Sonst muss man Ja. nicht unbedingt das lesen. Ja, es gibt auch eine Ophthalmologie Plus, eine Seite in Facebook. Diese Seite, das ist auch nehme ich an dieser Seite teil. Ich mache das ist selbst eine Zusammenfassung für diese für verschiedene Krankheiten und mache ich selbst eine Karte. Und in dieser Karte, ja, das mache ich nicht alleine. Es gibt noch ein Team, die mir auch diese Krankheit helfen, das ist Zusammenzufassung und dann in eine Karte zu schreiben. Und das ist sehr hilfreich für die Prüfung eigentlich. So kann man das ist nur diese Karte schnell vor die Prüfung. Es ist nicht alle Krankheiten drin jetzt momentan, aber wir arbeiten in dieser Seite. Und ja, wahrscheinlich unser Ziel, das ist alle Krankheit in eine Karte, eine Zusammenfassung zu machen, genauso wie diese Karte zum Beispiel. Alport-Syndrom, das ist einfach der wichtigste Punkt. Anterior Lenticonus und ist zum Beispiel X-linked rezessiv 80% und 5% X-linked dominant. Das ist der wichtigste Punkt, die normalerweise in der Prüfung kommt. Und dann kann man, das ist ein Foto in dieser Karte, das auch zeigen. Und dann kann man, das ist schnell eine Review für die Prüfung machen. Ich finde diese Seite sehr gut. Aber braucht noch viel Zeit, muss man diese Seite noch bearbeiten, damit wie das ist, alle Krankheit zusammenzufassen. Ja. Jetzt die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung kommt eigentlich eine verschiedene oder 10 Fälle. Und man muss das ist dieses ein Bild erst gucken und mit diesem Bild kleine Beschreibung für dieses Bild, muss man wissen, was die Patientin hat und was wir noch machen möchten. Es gibt verschiedene Bücher. Ich habe fast alle Bücher vor der Prüfung gelesen. Es ist einfach eine Oral-Review, Ophthalmologie-Review. Das ist einfach eine Fälle. Und dieses Fälle kommt ja ähnlich, genau, nicht genauso, aber ähnlich kommt wie dieses Fälle in der Prüfung. Case-Review in Ophthalmologie. Das ist verschiedene Bücher und wenn man das ist liest, dann kann man unbedingt die alle mündliche Prüfung beantworten. Und dann das bedeutet, dass 60% für die Prüfung ist erledigt und das, ja, das reicht, wenn man das ist die mündliche Prüfung macht, egal ob man das ist die Theorie schafft oder nicht. Wenn man die mündliche schafft, dann kann man die Prüfung schaffen. Dann passt das, stimmt. Ja, und es gibt dieses Buch auch, kann man schnell vor die Prüfung alle Bilder gucken. Kansky, diese Science in Ophthalmologie. Und es gibt verschiedene Bilder. Man muss die Bilder beherrschen und dann ist für diese Prüfung sehr hilfreich, auch für die mündliche Prüfung. Das finde ich auch, genau. Das ist auch gut. Also ich meine nicht ganz klar an sich quasi, dass man, aber dass man am Ende so eine Bilderbuch quasi anschaut, also zum Beispiel wie diese Woche so andere
dass quasi nur ein, so viel Bilder und dann weniger Beschreibung halt wegen differenzieller Diagnose war. Das wird schon auch quasi ganz oft in Febo dann gezeigt, so zum Beispiel Gesichtsfelder oder Bilder von Erkrankung oder ein Fundusbild, FAG oder irgendwas. Und dann wird quasi nachgefragt hat. Und es ist schon wichtig, dass man dann schnell die Bilder erkennt. Und deshalb finde ich gut, wenn man so eine Bilderbuch am Ende dann anschaut. Also richtig so eine, die nächste Woche zum Beispiel oder so. Also einfach ein Bilderbuch. Wie heißt das Buch, die du gelesen Also hast? das weiß ich vom Kopf jetzt nicht mehr. Aber das war sowas Okay. Ähnliches wie Vygotsky halt. Das ist quasi auch so ein Bilderbuch. Also ja, Okay. das weiß ich aber nicht mehr. Das, ne? Ja. Es gibt andere Möglichkeiten. Jeder, ich weiß nicht, hat Account in dieser American Academy, One Network. Es gibt eine bestimmte Education-Teil, heißt Diagnosis. Da muss man, das ist die, es gibt verschiedene Fälle, hier sieht man, das ist dieses Link. Und zum Beispiel hier Best Disease. Und man muss das ist dieses Fall lesen und dann man muss das beantworten. Und das ist auch sehr hilfreich für die FIBO-Prüfung, weil das ist einfach eine mündliche Teil für die Prüfung. Wenn man das ist die andere Bücher nicht lesen möchte, ist es auch sehr hilfreich. Ja, hier Education und dann Diagnosis. Es gibt noch eine andere Bank für die Question, diese One Network. Auch wenn man das ist, Zeit hat, kann man das ist in alle Fachbereich, das ist dieses Question oder diese Frage lesen, Glaukom, Strabismus und Katarakt. Und ja, kommt auch viele Frage, die Theoriefrage von die One Network, nicht die FIBO eigentlich, es ist mehr hilfreich von die ECO, habe ich gefunden. Es gibt noch eine Seite, eine IPO-Training. Ja, ich habe selbst nicht erlebt, aber ich denke, das ist kostenlos. Es gibt 70 Fälle, es gibt 380 MCQs. Kann man das ist für die Prüfung auch diese Seite Ist das registrieren? quasi, kann man quasi das durch die offizielle EBO-Seite quasi erreichen oder das ist so eine Nein, externe private Seite? ist eine private Okay. Seite. Ja. Ach so. Aber ich hatte keine Zeit damals und dann könnte ich das nicht machen, aber das auch kann man machen. Wie wichtig ist der Theoriefragen? Brown-Syndrom, Duane-Syndrom, Bindehaut-Lymphom, ECE-Syndrom, FOX, Keratokonus, Behçet, und Dacryolid ist eigentlich sehr selten Krankheit, aber das habe ich letztes Jahr das als Fall gehabt. Ja. Von die Lacre, von die Tränen wegkanal. Also muss man sagen, bei FIBO, also die Themen sind ein bisschen breiter als denke ich, Facharztprüfung, weil die Prüfer sind auch mehr. Also du warst schon online, aber ich war schon vor Ort in Ja. Paris Ah ja. 2018 gewesen und ich kann erinnern zum Beispiel, dass die Prüfer waren mehr als 100 oder 200, ich meine nicht die Geprüfte, sondern die Prüfer. Ah, Die okay. Ja. Prüfer waren 100 oder keine Ahnung, das war richtig, also das war ein extrem großer Saal und dann, wie Ja. gesagt, das waren so wie kleine Kreise, wo die Prüfer gesessen sind. Also, und ich komme rein quasi nur in einen Kreis davon halt. Ja. Und glaube ich, von Ja. diesem Kreis, in jedem Kreis gibt es 8 Prüfer. Und von den Kreisen Ja. gibt es, keine Ahnung, vielleicht 30, 50 Kreise davon halt. Also extrem großer Saal, mit vielen Prüfer drin. Ich würde damit sagen, dass die Themen sind auch ganz unterschiedlich. Also je nachdem, also welcher Schwerpunkt hat jeder Prüfer. Und die Schwerkraft von Fragen waren auch ganz unterschiedlich. Also bei einigen Okay. waren ganz oberflächlich, bei anderen waren richtig tief. Also einige Berufe waren ganz bekannte Professoren halt von überall in Europa und andere waren einfach normale Praxisärzte. Also muss man sagen, die Kriterien für IBO, für FIBO ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel kann einer von uns, also ein Facharzt, der hat nur 2 Jahre Erfahrung, sich als Berufer quasi anmelden in Ah ja. FIBO. Genau, deshalb ist ganz unterschiedlich halt. Und dann, wie gesagt, kann so alles gefragt werden. Ja. Ja, das war's für heute. Ich Ja, weiß okay, nicht, ob danke. jemand, ja, gerne, ob jemand noch Fragen hat.
Genau. Also ich denke dir auf jeden Fall, das war schon richtig interessant halt. Ich denke, hilfreich für die Kollegen, die sich da vorbereiten für die Prüfung aktuell. Merkt man schon, ich meine, ich merke schon auch selber von den Fragen halt, also diejenigen, die jetzt aktiv sich vorbereiten, Ja. ich sagen jetzt, wer sich aktiv vorbereitet, also Katharina, also oder Katharina, ich denke, sie macht das ungefähr wie du das machst, also mit dem Lesen. Also sie schreibt, ich lese parallel viele Bücher und schreibe kleine Karte mit kurzen Fazit. Also Ah ja, ich ja. denke, das ist ungefähr, was du gemacht hast, also Ja, während deiner ich finde das Lernzeit. sehr gut, ja. Das. Genau. Heba Youssef fragt jetzt uns nochmal bei Vorbereitung auf Prüfungen, FEBO oder auch Facharztprüfung, ist es besser, dass man ein Buch zum Ende durchliest und zum anderen Buch dann wechselt oder jeden Augenabschnitt bzw. Erkrankung von mehreren Quellen liest? Was sagst du dazu? Ja, ich habe das zum Beispiel, das ist persönlich von mehreren Büchern gelesen, weil ich habe das so daran gewöhnt. Aber das hängt von dem an. Manche, können das nicht mehr machen und die anderen ja können das machen. Auch parallel meinst du? Auch parallel? Ja. Dann hast du, weißt du, ich habe auch einmal überlegt, hast zum Beispiel Retina bis zu Ende gelesen und dann Retina zum Beispiel von dem anderen Buch gelesen, also hast du zum Beispiel Diabetische Retinopathie von 2 Wochen gelesen? Verstehst Ja, du? Also so, zum Beispiel, ja, das diabetische Retinopathie von zum Beispiel 3, 4 Bücher und danach am Ende, das ist von die of the question. Dann finde ich, was ist die Frage, die zu diesem Thema gehört, dann kann man das, diese Krankheit zum Beispiel am Ende nicht vergessen. Und dann schreibt man das selbst eine Karte. Ja, und dann kann man Also dieses. ich stimme zu, ich denke, das ist schon abhängig von Mann, also wie jeder das will halt, ja. Aber ich bin eher der Meinung, ich bin der einen anderen Meinung, ehrlich gesagt, dass man erstmal den kompletten Buch lesen soll und dann mit dem anderen anfangen, nur wegen die Ah ja. Idee, dass manchmal die Okay. Sachen sind miteinander verbindet hat. Also ich finde manchmal, wenn man dann die bigger picture hat, sozusagen, dass man so alles liest, also von Linse zu Glaukom zu Netzhaut, dann findet man, dass einige Krankheiten sind miteinander verbindet halt, oder quasi Einfluss aufeinander haben. Und dann, das ist auch wichtig bei der differenziellen Diagnose halt, dann man, ich meine, bei Frage, wenn bestimmte Beschwerden, die gesagt werden in der Prüfung halt, also wird nicht Ja. gesagt, das ist eine Netzhauterkrankung, sondern einfach gesagt, Beschwerde, und da musst du dann überlegen halt. Und deshalb finde ich so von Vorteil, wenn man schon alles liest, einmal und dann Ja. quasi dann wieder alles zusammen von anderem Buch halt. Also sagen, dann passiert diese Kommunikation zwischen alle Fachrichtungen. Besser, ja, aber das braucht viel Zeit wahrscheinlich, mehr Zeit. Braucht mehr Zeit, braucht mehr Ja. Zeit, genau. Genau. Ich habe noch eine Frage von Dr. Aziz Al-Sanbari. Fragt er, wo findet man die Fragebuch? Also ich denke, meine ich das Buch, die oftere Fragen. Ich denke, er meint diese Fragebücher, was wir gesagt haben, also Masterschutz und Review und solche Sachen. Ja, man muss das ist, Kaufen. bei Amazon kaufen. Ja. Ja. Genau. Ja, genau. Also ich denke, das ist, ja, muss man einfach so kaufen halt. Kennst du. Ja, ich denke, dass vielleicht, also einige, also ja, sagen wir mal so, hat eine Freundin das Buch quasi, was man geben kann oder als PDF, aber das ist was Privates halt dann. Aber ansonsten muss man halt einfach Ja, kaufen. muss man kaufen am Ende. Da kann man leihen von anderen Kollegen, aber ja. Genau. Ich meine, die 1000 Fragen, das habe ich gemerkt, das ist eine Sache, die ganz oft in Kliniken man findet. Ich meine, das habe ich oft in Unikliniken gesehen. Bei uns im Klinikum habe ich auch nicht gekauft. Das war auch einfach bei uns in unserer Bibliothek. Aber das lohnt sich auf jeden Okay. Fall, in der eigenen Bibliothek zu schauen. Halt. Die Klinikum spendet immer, keine Ahnung, ein paar tausend Euro, um Bücher zu Gut. kaufen. Genau. Und dann die Bücher, was man öfter braucht, hat man meistens in Bibliothek, also im Krankenhaus. Genau. Ich habe selber vielleicht noch ein Notiz, ich will die quasi jetzt die junge Kollegin nicht erschrecken mit die viele Titel, was wir gesagt haben, also wie viele Bücher man lesen muss. Also ich sag mal Ja. so, also muss man nicht viel unbedingt lesen, aber muss man auf jeden Fall mehr als ein Buch quasi jetzt lesen. Also ein Buch ist nicht ausreichend, aus dem Grund, dass die Bücher sind unterschiedlich halt, also wie die Bücher geschrieben sind, also ein Textbuch ist ein Buch, damit man dann
anfängt vom Prinzip, also das ist ein Buch, das hat schon viel Bilder, wo die Krankheitsbilder dann quasi deutlich erklärt sind halt, dann kann man damit anfangen, zum Beispiel ab dem zweiten Jahr oder so, langsam. Dann braucht man also vor der Berufung quasi noch was intensiver. Und dann kommen dann diese Review-Bücher halt. Und muss man sagen, bei Review-Büchern sind andersrum geschrieben halt. Also es wird nicht gesagt, diese Erkrankung hat die, zum Beispiel wird nicht gesagt, dass diese Erkrankung hat dann diese Beschwerden und diese Zeichen und diese Diagnostik, sondern andersrum wird gesagt. Das wird schon gesagt, ein Patient kommt mit dieser Beschwerde. Zum Beispiel bei Wills Eye Manual wird so geschrieben dann Symptom von rotes Auge. Und da wird gesagt, die Erkrankung, die sowas machen können halt. Deshalb braucht man dann, sagen Sie, das zu lernen in die eine Richtung erstmal, also von Krankheit zur Beschreibung und dann in die andere Richtung vom Prinzip, also von Beschwerden Richtung Differentialdiagnose, Richtung Diagnose, also Krankheiten. Und dann ganz am Ende braucht man diese Bilderbücher zu lesen, damit man dann die Bilder schnell erkennen kann. Deshalb sind drei verschiedene Sachen. Und würde ich mal sagen, also braucht man richtig, also mindestens drei Bücher. Also beziehungsweise viel, also MCQs habe ich auch vergessen jetzt. Also einmal Textbuch, dann kommt dann die Review, halt, also ein Reviewbuch, dann kommt die MCQ und dann die Bilderbuch, also im Prinzip vier Bücher. Aber wie gesagt, sind also das mindestens halt, ja. Also wenn man also nicht unbedingt quasi noch parallel zwei Textbücher dann lesen will. Ja, also Lernzeit, ich denke, das wäre schon wichtig, das hast du nicht gesagt. Also wie viel war da Lernzeit zum Beispiel bei Facharzt bei dir und Lernzeit bei Febo? Muss man unbedingt mindestens 1 bis 2 Wochen vor der Prüfung einen Urlaub beantragen und für die Prüfung richtig vorbereiten. Okay. Ich finde, das ist ja 2 Wochen, aber 1 Woche mindestens. Eine Woche meinst du jetzt vor die Febo? Und die Facharztprüfung, damit Und man die das Facharzt. eine zu, ja, ein Aber komplett, das ist. meinst du quasi eine Woche, aber dann hast du quasi ganz ausreichende Vorerkenntnisse? Ja, bestimmt. Ja, muss man, was es vorher ist, langsam lernen. Einfach um diese Zusammenfassung und so. Ja, also Ja. bei mir war ein bisschen länger. Also bei mir war ungefähr so vor die Facharzt und Febo, also beide so ungefähr 2 bis 3 Monate halt. Aber wie gesagt, das waren also Lernen nach dem Arbeit, 2 Stunden maximal im Tag. Genau, und dann habe ich, wie gesagt, also Textbuch habe ich schon richtig lange her gelesen vorher, keine Ahnung, 4 Jahre vielleicht oder so, dass ich jetzt erstmal ja, ein bisschen Zeit dann spenden sollte. Bei der Review-Buch, so ungefähr so 2 Monaten, aber dann ganz schnell dann die MCQs geblättert, so 3 Wochen und dann eine Woche die Bilderbuch geblättert. Ja, und das war so 2 bis 3 Monate halt. Ja, das Genau. ist zum Beispiel ist bei mir war 6 Monate, das ist langsam, aber am Ende, das braucht man unbedingt 1 bis 2 Wochen, damit man das ist, alle noch einmal zu lesen, ja, Achso, um die das meinst du. Frage Weißt du, zu. ich habe 6 Mal nicht gelesen, nicht gehört. Ich habe nur die eine Woche gehört. Ja, das eine am Jetzt macht Ende, Sinn. aber muss man, Jetzt das macht ist Sinn. langsam noch Jetzt macht alles, Sinn. ja. Jetzt macht Sinn. Genau. Und jetzt eine Frage von Ibrahim. Also gibt es ein offizielles empfohlenes Buch vor Febo? Ein einziges? Ich denke, das ist eine schwierige Ja, für die FIBO ist eigentlich die Review und Frage. Masseschutz. Man muss das auswählen, entweder Review oder Masseschutz. Mathe-Schuss, ja. Ja. Also genau, also wenn ich das Gleiche sagen halt, also braucht man so ein von beides halt, also wegen dieser Theoriefragen vor allem. Wie gesagt, Ja. das liest man in kein Textbuch. Also braucht man auf jeden Fall ein Review-Buch, also ein MCQ-Buch, ja. Also Mathe-Schuss, also für mich hat es ganz gut funktioniert. Also ich sag schon ehrlich, also 70% von Fragen kamen schon von Mathe-Schuss. Also Ah, okay. genau, also kann ich auch bestätigen. Ja. Eine Frage von Mohammed Basido, ja, Grüße an Basido. Ist ECO so wichtig wie Febo? Was sagst du dazu? Wichtig. Ja, es ist wichtig, einfach um einen Titel zu bekommen in Deutschland. Aber wenn man das ist weiter in England arbeiten möchte, dann muss man das ist noch nach Advanced-Prüfung die FSCS-Prüfung machen. Ja. Aber das ist, ich habe das einfach gemacht, da ich das ist eine Vorbereitung für die FIBO gleichzeitig, so habe ich gedacht, ja, kann ich die Clinical und Advanced, da ich vorher in Heimat die Basics-Prüfung gemacht habe. Aber wenn man das ist vorher die Basics und die Optics nicht gemacht, dann ist es sehr schwierig eigentlich.
Ja, das finde ich auf jeden Fall. Aber wie wichtig findest du die Titel von FACS oder FICO quasi jetzt in Deutschland? Also, ich meine, Nicht, kennt gar jemanden nicht. Nee, niemand weiß, was was ist es das? heißt? Genau. Also, Also, muss man immer ja. erklären, was das ist. Auch die FIBO, obwohl es sehr bekannt in Deutschland, niemand von den Patienten wissen, was ist Nee, FIBO. Am Ende ja. des es guckt die Patientin auf mein Schild und sagt, was ist FIBO oder was ist FICO? Ja, genau. Also muss man sagen, ich meine, als Titel, als ich denke, Dr. Med-Titel in Deutschland ist schon viel wichtiger, aber von jemandem, die quasi auch gegebenenfalls nicht immer in Deutschland bleiben werden, also das ist vielleicht doch sinnvoll halt. Ja. Also ein FEBO oder ein FICO dann Titel extra zu kriegen. Ich muss noch Doktor Med machen. Ja. Dauert bei mir ein Ja, bisschen. ja, ja. Genau, also noch eine Frage von Ibrahim. Ist das ganze klinische Ophthalmologie nicht gut für die FEBO-Prüfung? Also ihr habt es nur für die Facharztprüfung. Ich denke nicht, also wir haben das gemeint für beides eigentlich, als Anfang oder was sagst du? Was meinte er, ob die Also wir haben so Klinik? ganz erwähnt bei der Vorbereitung für die Facharztprüfung, dann haben wir kein Ja. ganz mehr erwähnt bei der FEBO. Ah, bei der FIBO. Okay, ist überhaupt nicht gut für die FIBO, die klinische Achso. Ophthalmologie, oder? Keine Frage von Dikanski, weil es ist keine klinische Frage. Ja, das Das ist einfach stimmt. von Basic. So ist Massechusetts und Review besser als Dikanski, finde ich. Ja. Aber finde ich trotzdem, dass man vorher die Vorergebnisse hat, also haben muss. Und wie gesagt, das muss man ein Textbuch irgendwo, also irgendwann, also früher dann Ja, lesen. Also nicht das direkt meine vor ich. der, Weil das ist genau, nicht direkt. sowieso, muss man die FIBO am Sowieso, Ende genau. lesen. Das ist Ja, die und nicht Voraussetzung von eher. Anfang an, dass man irgendwann früher das gelesen hat, also Ja. Tikanski oder American Academy. Aber nicht in Genau, dieser Zeit aber für die nicht Vorbereitung. direkt. Genau, nicht direkt vor der Prüfung halt, genau. Ja, ich blätter noch so Zeitplan, hab mir schon gesagt, einmal vor das Lesen. Ja, genau, ich lese noch weiter, ob andere Fragen gibt. Ja, genau, also ich denke, das war erstmal schon alle Fragen halt. Ja, sehr gut. Dann werde ich schon sagen, wenn keine weitere Fragen gibt, werde ich dann dich richtig danken Doch, halt für es die. gibt, Moment, es gibt eine Frage. Also jetzt ja. Gibt es ein Buch für Anatomie, Physiologie auf Deutsch? Gute Frage. Nicht, was ich Auf kenne. Deutsch. Also soll geben, also soll geben, aber wir müssen auch dann quasi zugeben, wir haben nicht in Deutschland studiert. Und deshalb, ja, wir wissen das einfach nicht. Genau, das müssen wir quasi einen Kollegen, der hier studiert hat, also fragen. Ja. Ja, das gibt es nicht, oder? Nicht, dass ich kenne, also ja. Ich Ja. meine, ich kann nur sagen, auch so meine Kollegen im Klinikum, die quasi Anfänger, also erste und zweite Jahr, also keiner davon liest ein Basic-Buch. Ich denke, dann gibt es Essential, diese Essential-Buch. Essentials, aber das ist wieder Ja. kein deutsches Buch, oder? Schon Doch, doch, es ist übersetzt, deutsch. aber übersetzt, oder? Nein, das ist nicht die, das ist eine deutsche, das ist wie lang, aber es ist ein für die Assistenzärzte und Fachärzte orientiert. Essential ist gut, aber es gibt nicht alle. Es gibt Optics, denke ich, und Anatomie. Achso. Ja, aber kann man das, Also das Hashem antwortet, also dass Augustin ist schon vor die Grundlage. Gut, kann auch sein. Das habe ich nicht Ah, gelesen. okay. Genau. Wahrscheinlich. Physiologie von Thieme Vorlag ist informativ. Okay. Aber wie heißt dieses Buch dann? Physiologie, wahrscheinlich, das heißt so einfach. Das kann auch so sein. Fem meine ich, wie heißt das Buch? Thieme Verlag, das ist nur der Verlag Ja, nur halt. die Verlage, aber wie heißt es? Ist es Essential? Weil Essential von Themen, denke ich. Ach so, vielleicht meinte er das auch so. Genau. Aber weißt du, also es gab so ein Buch, weil wir schon damals gelesen haben, das heißt einfach so Physiologie in Augenheilkunde oder einfach Physiologie, Ja. weißt du? Was wir in der zweiten Jahr gelesen haben in Damaskus. Das Ah ja, heißt auch so einfach Physiologie, ohne weiteres. wahrscheinlich. Ja. Aber das war Ja, ich Englisch. habe auf Deutsch eigentlich nicht gelesen. Die Anatomie und Das Physiologie war sehr war neu. auf, genau, das war auf Englisch auf jeden Fall Ja. damals. Genau. Na gut, Augustin, also wie Hashem gesagt hat, wir haben keine Erfahrung damals, also kann auch sein. Dann in Genau. diesem Fall Augustin ist gut. Ja. Ja.
Ein bisschen groß, hat jemandem gesagt, jetzt vor kurzem, 1500 Seiten halt. Ja, Oh, also quasi jetzt okay. mit dem Weiterbildung in Deutschland muss man richtig überlegen, also wie viel Zeit gibt es quasi nach dem Arbeit zu lesen. Und deshalb, Ja. also von meiner Seite würde ich schon empfehlen, dass man was Kürzeres also, dann auswählt halt. Weil wie gesagt, also wenn man dann anfängt, mit so einem großen Buch zu lesen, also das schafft man irgendwie nicht halt. Also mit dem Arbeit in Deutschland halt. Ja. Also würde ich empfehlen, dass man was Kleines dann auswählt. Hm. Und versucht quasi einfach zu konzentrieren. Ja, er Alle meinte erst. Speckmann-Physiologie, heißt dieses Buch. Ja. Speckmann-Physiologie, okay. Genau. Okay. Genau, alle erst sagen, lassen uns bitte quasi immer was planen zusammen. Das finde ich auch so quasi auch hilfreich. Alle. Genau. Ob wir schon einen anderen geplanten Vortrag für die nächste Zeit, vielleicht Ja, ICO-Vortrag für etwas? die ECO, aber ich weiß nicht genau wann. Ich sage euch Bescheid, wenn ich das genau ist. Kann man noch mal einfach wieder noch mal ausschreiben hat. Ich denke, dass viele sind Mitglieder in der Syrische Ophthalmologische Gesellschaft, also auf Facebook, wenn auch über unsere privaten Seiten auch quasi jetzt aussagen, Ja. wenn was so gibt, genau. Al-Maqdam, Maqadma, Anatomie. Anatomie Moll, ja. Wir haben so quasi sagen ein paar Empfehlungen, also von den Kollegen halt, also Moll, Speckmann, Es gibt noch genau. eine Frage, Adler-Ophthalmologie oder Adler-Physiologie. Hast du aber diese Nee. Buch? Ich habe das auch. Ja. Ich denke, das auf Englisch, denke ich, das nicht auf Deutsch. Aber ich Nee. denke, das ist ein großes Buch, habe ich eigentlich keine, ich habe keine Erfahrung mit diesem Buch, weil ich habe Also, vorher American Academy als Basics gelesen. ja. Ich auch. Ich hab auch Basic von American Academy gelesen damals. Also finde ich relativ groß, aber ganz gut. Also und das wird schon immer aktualisiert. Also die Daten sind immer aktuell. Also einen wichtigen Punkt muss man sagen, also ob man richtig ein großes Buch, so ein komplettes Buch über Physiologie und Anatomie lesen muss. Also werde ich sagen, jetzt allein wegen der Prüfung, nein. Was sagst du? Also werde ich sagen, nein. Also keine. Nein, 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 muss man nicht. Nein. Muss man nicht, also das muss man sagen, also sie sind zwar Basics-Fragen, aber das sind diese, also ein bisschen, es gibt immer bei Katzke zum Beispiel, also bei jeder Abteilung zum Beispiel eine kleine Einleitung mit Basics, also diese Basic mit diesen MCQs zusammen sind ausreichend halt. Also die sind zwar Basics, aber sie sind die Basics was wichtig und signifikant für die klinische sind quasi wichtig, was gefragt sind. Sind keine reine Basics-Fragen sozusagen hat. Ja. Also Ja. sie werden nicht einfach nach Dicken und nach Zahlen gefragt hat, sondern einfach die Sachen, die sind wichtig. Und deshalb würde ich sagen, braucht man keine extra Basics-Buch zu lesen, sondern das reicht dann die Normal-Textbuch und dann MCQs. Genau. Ja, ich denke, es gibt keine weiteren Fragen, oder? Ja, alles klar. Gut. Dann ich danke quasi alle Kollegen quasi, die dabei waren halt. Ich meine, die Gespräch vor allem war schon ganz interessant halt. Also ich finde, Ja, es ist ich denke, das ist genau hilfreich für alle. Ja. für alle genau, weil Ja. also vor allem, dass es wir kommen quasi von unterschiedliche quasi jetzt Länder und Universitäten halt. Also einige vielleicht haben hier studiert und einige quasi jetzt in Heimat. Ist immer wichtig halt, dass man von verschiedenen quasi Kollegen hört. Verschiedene Erfahrungen auch, also diejenigen, die online bestanden haben und diejenigen quasi, die vor Ort waren. Ja, also wir sind quasi, wir werden schon auf deinen nächsten Vortrag hier warten, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und dann wünsche ich schon alle einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal dann. Ja, vielen Dank auch, Mustafa, für diese Moderation. Ja, war sehr hilfreich. Danke dir. Ja, Gut, dann danke. tschüss. Ja, tschüss, schönen Abend an alle. Tschüss. Tschüss.